Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es erneut um Schumann aus den Kinderszenen, Opus 15, die Nummer 1 von Fremden Linden und Menschen. Es ist ein reines, Rhythmus-Tutorial-Video, dass man möglichst ganz genau diese Triolenfiguren rund spielt. Also ich mache das mal vor von, besser von oben, wie man es am besten. Es geht hier um diese Dreiergruppen. Ich weiß, die Melodie fehlt, aber es ist eine ganz gute Übung, das erstmal so hinzukriegen. Begleitung only sozusagen. Auch ohne Pedal. Dass man die Daumen nicht zu, also nicht sowas machen. Na, auf keinen Fall. Nur auf die Gleichmäßigkeit achten. Ich habe manchmal, wenn ich rede, dann wird es ungleichmäßig. Gerne auch mal wieder mit, ne, wie das gut, mit der rechten Hand. Und da bitte darauf achten, dass die Achte, also die Triolenachtel, fast schon ein bisschen stur, gleichmäßig durchlaufen. Natürlich spielt man das später nicht so, ist klar, ne? Das ist jetzt nur die Übung. Und damit es besonders effektiv wird, darf auch gerne mal hier. Wo ist er? Jetzt habe ich es gerade. Das natürlich. Genau, ich habe nämlich, kann ich mal kurz zeigen, ich habe noch eine kleine Zusatzkamera hier. Kollege. Die brauchen wir gleich für die Pedalisierung. Deswegen kann ich jetzt kein Metronom. Na, da komme ich jetzt auch schlecht dran, oder? Komme ich da dran? Das ist zu weit weg. Gut, heute mal ohne Metronom. Aber die Gleichmäßigkeit, ich hoffe, ich kriege das Metronom, also ohne Metronom, Metronom los hin, dass die Gleichmäßigkeit trotzdem gut hörbar ist. Also, nochmal. So. So, jetzt nochmal. Stelle ist das einzige Mal, dass der hier, ne, dass der Zeigefinger dort wirklich zum Einsatz kommt. Also ansonsten sind immer Daumen, 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 überall Daumen, Daumen, Daumen. Aber hier in der rechten Hand ist das sogar kursiv gedruckt, das ist kursiv von Schumann selbst. Ne? Das, also alle kursiv gedruckten Zahlen sind vom Komponisten, alle regulären, normal geschriebenen arabischen Zahlen sind vom Fingersatzherausgeber. In diesem Fall bestimmt wieder der Theopold. Nee, okay, Walter Lampe. Walter Lampe zeichnet hier, da ist er, ne? Jemand. Walter Lampe zeichnet hier verantwortlich für die Fingersätze in dieser Schumann-Ausgabe. Macht ja nichts. Aber dieser Zeigefinger ist kursiv, der ist von Schumann selbst. So wie auch der allererste rechts oben außen auch. Ne? So, jetzt, ich habe es vielleicht schon gemerkt, ich halte es ja kaum noch aus, Junge, ruhig. Jetzt kommt natürlich ganz wichtig, für diese selbe Übung, hier, Footpad, das Fußpedal, ich
ich mache mal wieder so einen Split-Überblend, so, ne? Dann sieht man dann die Finger spielen und wie der Fuß jetzt entsprechend das Ganze pedalisiert, zusammenhält. Ich mache den anderen so ein bisschen, dass man den nicht so nervt, ne? Ich setze mal ganz normal so parat. Ja, okay. Also von vorne mit Pedal, aber immer noch langsames Übungstempo. Erreichen. Was wahrscheinlich auch Sinn macht, wenn jetzt Schüler von mir, die das Stück gerade üben, mach das mal, mach mal Metronom dazu an, ungefähr am Anfang mein Tempo abnehmen und lass es mal dazu laufen. Natürlich, ich habe das jetzt, ne, vielleicht schwankt ja der Vase doch auch extrem. Hier geht es aber auch darum, dass man wirklich Gleichmäßigkeiten pro Viertelschlag, also ein Viertelschlag ist ja an der zwei Stück, ne, hat jeweils drei Triolen Achtel. Dass das ganz erstmal gut gleichmäßig sitzt. Und danach, dann fängt man an, das ein bisschen musikalischer zu gestalten. Weil natürlich spielt kein Mensch das Stück so. Also das ist, hoffentlich, dass nicht einer denkt, wie spielt der das denn? Krass. Nein, das soll. Aber es ist, ich mach mal jetzt vor, wenn man das kann. Darf man sich auch schon mal trauen, erstmal das Ganze ein bisschen schneller zu spielen. Und vielleicht schon mal so kleine Schwankungen. Am zweiten Teil, da kommen die riesigen Schwankungen nämlich so. Schwarz ärgern, wenn der letzte Ton, der allerletzte Ton nicht anspringt. Da will man es dann besonders gut machen, und dann sagt der Jammerflügel hier, du musst ja auf dem Stymie und Sense spielen, da kann ich jetzt nicht mithalten.
Schlechter Scherz. Gut, jetzt abschließend, das wollte heute ein super kurzes Video werden. Ich mache jetzt nochmal eine Runde. Vielleicht bringt das was. Warte, so. Und dann nochmal diesen mit dem Kollegen mit dem so, ne? Und dann, genau, dass man nochmal beim normalen Spiel jetzt, also Temposchwankung inklusive und alles dazu, was da so zugehört, nochmal sieht, wie das mit dem Pedal nämlich funktioniert. Ich versuche jetzt mal eine Vaso-Konzertversion. Also, habt ihr vielleicht gerade gemerkt, bevor das Stück losgeht, man spielt nicht den ersten Ton, tritt dann runter. Nee, man tritt erst runter und spielt dann den ersten Ton. Okay? Nur als Info. Beim Anfang dieses Stückes erstes wieder treten. Aber geschützt am Ende. Es ist wirklich so, bei dem, in diesem Stück ist es so filigran und so. Es ist im Grunde leicht, aber es ist dadurch, dass es so leicht ist, auch richtig schwierig. Wenn du weißt, wie ich meine, das gibt keinen Sinn. Alter. Na gut. Ich wollte heute ein ganz kurzes Video drehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht wieder zu lang. Ich habe auch ein bisschen weniger erzählt. Vielleicht manchmal ganz gut, dass der Vaso nicht immer so viel erzählt. Das Video nur 10 Minuten reicht ja auch. Ne? Hier ging es ja darum, dass man Rhythmus und Gleichmäßigkeit der Triolenfigur wirklich genau hört. Und dann, eine Sache noch. Siehst du, ich komme mir manchmal vor wie der Columbo am Ende noch. Ich hätte da noch eine Frage. Ich weiß nicht, was Columbo. Ja, okay. Das ist schon oldschool. Ja. Alter Privatdetektiv im Fernsehen. Der Rhythmus, eine Dreiergruppe. Überall Dreiergruppe. Und jetzt kommt hier Schumann und sagt, ja, aber rechte Hand, Rhythmus machst du bitte Vierergruppe. Ne? Und alle so, was? Hier, an dieser Stelle, immer da, wo die punktierte Achtel mit der Sechzehntel sind, natürlich 1, 2, 3 und dann sind zusammen 4 Sechzehntel gegen 3 Triolenachtel. Tja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Also muss der Rhythmus da wirklich, ne? War auch schon mal genauer, Junge. Also man braucht dann am besten irgendwas für eine zweite Klangfarbe. So, ne? Und da muss man die ersten drei liegen lassen. Na gut, er klopft sich da ein. Also hier, es muss wirklich so klingen, ne? 1, 2, 3 und dann das, die Achtel dann nach der 3 dann ein bisschen dazwischen. Aber nicht so schnell, nicht so. Nicht tada, sondern in dem Tempo. Tum, 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 also. Ja. Und dabei auf gar keinen Fall diese
Hat er mich, ah ja. Auf gar keinen Fall diese Triolenfigur in irgendeiner Weise dann unterbrechen, von wegen so. Das darf auf keinen Fall passieren, ne? Allein, wenn ich das so vormache, würden wahrscheinlich alle, die zuhören, sagen, was macht er denn jetzt? Nicht, ja, nicht die Triole, nein. Die Triole, die bleibt rund. Egal, was passiert, ich kann auch rechts mal Blödsinn spielen. Entschuldigung, Schumann, ruhig, Junge, alles gut. Und jetzt zum Abschluss. Letzte Zeile, klar. Das muss reichen, weil es soll ein kurzes Video werden. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.